Willkommen zur Folge 28 von Reptil TV. Wir haben heute wieder ein Vogelspinnen-Special für euch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt oder angeklickt habt in dem Fall. Zuerst wollen wir euch ein bisschen Basics zeigen, wie man ein Terrarium gestaltet, einrichtet, beheizt, beleuchtet. Und als zweiten Teil haben wir nochmal beim Jörg Brockhammer gedreht, wie man dem Weibchen den Kokon wegnimmt und zum ersten Mal öffnet. Hier haben wir jetzt eine Brachypelma smithii, Rotknievogelspinne. Und für die wollen wir ein bisschen ein schönes Terrarium bauen. Das ist ein Bodenbewohner, also machen wir jetzt zum Zeigen das Ganze als Bodenbewohner-Terrarium. So, hier haben wir das Terrarium, das ist 40, 25, 30 hoch. Für einen Bodenbewohner auf jeden Fall okay. Da haben wir dann die Erde drin. Wichtig, dass wir vorne, da sehen wir, da haben wir ungefähr 10 cm, gut 10 cm Höhe vorne. Hinten haben wir ein bisschen mehr, haben wir so 15 cm Bodenhöhe. Wenn wir alternativ Baumbewohner-Terrarium machen, dann können wir gleich ein wenig weniger Bodensubstrat nehmen. Smithii wird irgendwann recht groß, da wird es dann zu kleines Terrarium, da müssen wir schon auf 60 cm gehen oder vielleicht noch mehr sogar. Aber jetzt für die Größe von Tier ist es bestimmt okay. Ja, dann haben wir hier so ein wenig Deko-Gegenstände, die wir in das Terrarium reinmachen. Da haben wir zum einen hier diese Wurzel da, die sieht, würde ich mal sagen, einfach nur schön aus. Erfüllt jetzt nicht den Wahnsinnszweck fürs Tier. Das Terrarium soll ja hübsch aussehen. Und deswegen kann man auch wegen so Deko-Artikel verwenden. Bei dieser Wurzel hier ist es ein wenig anders. Das ist so eine Mangrovenwurzel. Die ist eigentlich auch ganz gut geeignet als Höhle. Ne? Da kann man, wenn wir die entsprechend reinlegen, kann das Tier die Wurzel auch nutzen und wird wahrscheinlich drunter seine Höhle oder seinen Gang bauen. Die legen wir so rein, vielleicht so ein wenig Öffnung nach vorne. Und dann kann sich das Tier hier unten vielleicht, wird sich da eine Höhle unter die Wurzel graben. Was auch noch ein praktisches Utensil ist, sind diese Korkstücke. Jetzt in unserem Fall für einen Bodenbewohner wird man es einfach so reinlegen. Ganz wichtig, dieser Kork bei Baumbewohnern, also speziell Poecilotherias, aber auch andere Baumbewohner, die wollen sich ihr Zuhause da reinbauen in diese hohlen Korkäste. Ja, da stellt man die dann hochkant rein. In dem Fall, also beim Baumbewohner, würde man auch ein höheres Terrarium nehmen. Und da sind die unabdingbar. Jetzt in unserem Fall ist das Terrarium eh schon voll, brauchen wir es nicht auch noch zusätzlich mit reinmachen, aber der Kork ist an sich eine praktische Sache zum Verwenden. Ja, dann wollen wir noch ein bisschen Grün im Terrarium. Am tollsten sind natürlich echte Pflanzen. Wichtig bei einer echten Pflanze, dass ich eine nehme, wo keine Insektizide dran sind, also nicht direkt im Baumarkt holen und ins Terrarium rein, sondern irgendwas, wo nicht belastet ist. Alternativ in der Terraristik verwendet man oft so Kunststoffpflanzen, sehen schön aus, machen ein bisschen grün, bringen ein wenig Farbe ins Terrarium und haben auch den Vorteil, wenn ich jetzt da drin sprühe in dem Terrarium, sie halten auch ein bisschen das Wasser. Ja? Also toller oder am tollsten mit echten Pflanzen, aber ganz praktisch sind auch diese Kunstpflanzen. So, das tun wir hier ein wenig so in die Ecke reinmachen. Zum anderen hat es auch den Vorteil, dass das Tier sich dann schön verstecken kann. Dann kommen wir zur Technik. Zum einen brauchen wir, oder wir brauchen es nicht, aber es ist einfach ein bisschen schöner, ein bisschen ein Licht vielleicht. Gibt es diese T5-Röhren, kann man einfach oben drauflegen, ist die einfachste Lösung, sieht schön aus, im Terrarium ist hell. Ein wichtiger Punkt vielleicht, der Spinne selber ist dieses künstliche Licht sicherlich egal. Also die will das nicht, aber es stört sie auch nicht. Es geht einfach darum, dass das Terrarium ein wenig schöner aussieht, wenn es beleuchtet ist, dann wirkt es einfach toller, ja. Wie gesagt, da gibt es so die T5-Röhren. Gerade wenn man jetzt mehrere Terrarien nebeneinander stehen hat, gibt es noch längere, kann man die oben drauflegen. Dann hat man mehrere Terrarien gleichzeitig beleuchtet. Rein optischer Aspekt. Was allerdings ganz wichtig ist, im Gegensatz zum Licht, ist die Heizung. Die Spinnen sind tropische Tiere, die wollen 25, 26 Grad Tagtemperatur. Die wollen nicht einfach nur bei Zimmertemperatur sein. Ja. Das ist eigentlich so ein häufiger Fehler bei den Vogelspinnen. Die Leute kaufen sich eine Vogelspinne, stellen daheim ein Terrarium hin und denken, ja, die kann ich bei Raumtemperatur halten. Habe ich ein Terrarianerzimmer, wo eh schon 25, 26 Grad hat, da kann ich das natürlich machen. Aber wenn ich ein normales Wohnzimmer, Schlafzimmer habe, muss ich das einfach noch zusätzlich beheizen. Die Heizmatte klebe ich beim Terrarium an die Rückwand. Bei den Spinnen eigentlich relativ wichtig, dass man sie nicht von unten beheizt. Zum einen durch die viele Erde produziere ich eh bloß einen Hitzestau da unten.
Zum anderen ist es natürlich auch viel natürlicher, wenn die Wärme nicht von unten kommt, sondern im Prinzip von oben, beziehungsweise Seitenwand, Rückwand ist auch ein guter Kompromiss. In dem Fall 15 Watt, jetzt für das Terrarium könnte man vielleicht auch 25 Watt verwenden, würde ich mal schätzen. Dann komme ich auf die notwendige Temperatur. Dann brauchen wir noch das Thermometer. Ein kleiner Tipp, am Anfang nicht gleich das Thermometer an die Rückwand kleben, sondern wirklich erstmal im Terrarium die einzelnen Temperaturzonen ausprobieren. Ja, mal hier vorne hinlegen, andere Seite, Rückwand hinlegen. So sehe ich einfach, stimmen die Temperaturen an allen Ecken. Ne? Bringt nichts, wenn ich das direkt vor die Matte tue. An der Stelle stimmt es, in der anderen Ecke stimmt es wieder nicht. So, dann wären wir im Prinzip soweit. Temperatur passt soweit, Einrichtung ist auch okay. Dass man es natürlich noch besser und größer machen kann, ist klar. Man könnte jetzt die Rückwand könnte man noch ein bisschen verzieren mit einem Kork zum Beispiel oder die Seitenwände. Aber so ist es mal ganz zweckdienlich. Ne? Dann können wir unser Spinnchen mal reinsetzen. Haben wir Glück, dass Mittis so schön brav sind. Machen wir rein. Jetzt haben wir gerade auch schönes Bombardieren beobachten können. So, dann tun wir noch, können wir da noch ein Schloss davor machen. Das Miti gehört ja zu den Bombardierspinnen. Tut mich deswegen als Zeichen ihrer Abfälligkeit mir gegenüber etwas bombardieren. So, dann machen wir jetzt das Schloss zu. Das Schloss dient vor allem nicht nur dazu, dass jetzt uns keiner die schöne Miti klaut. Es dient auch dazu, dass die Spinne nicht... Es kann schon sein, dass die hier an dem Ritz immer ein wenig so rumprobieren, rummachen und dann die Scheibe aufschieben. Und so ist gewährleistet, dass die Spinne auch nicht rauskommen kann. In Folge 24 hatten wir die Paarung von den Poecilotherias. Das arme Männchen wurde ja hinterher dummerweise gekillt und gefressen. Aber er war trotz allem erfolgreich. Das Weibchen hat einen Kokon gebaut. Und wir können euch jetzt so circa 6 Wochen später zeigen, wie man den Kokon rausnimmt und aufmacht und guckt, was drin ist. Wir haben jetzt hier eine Poecilotheria mit einem Kokon, der runde 4 Wochen alt ist. Und der Jörg probiert jetzt den Kokon bei der Spinne rauszunehmen. Was man jetzt hier auch schön sieht, das Weibchen hat die Wohnhöhle komplett verschlossen mit einem ganz dichten Gespinst, damit zum einen keine Feuchtigkeit entweicht, aber auch keine Fressfeinde in die Wohnröhre eindringen können. Jetzt versuchen wir mal, dem Weibchen den Kokon wegzunehmen. Jetzt nehme ich jetzt gerade mal die Röhre hoch. Und da sitzt sie jetzt mit dem Kokon, den sie jetzt nicht hergeben möchte. Da müssen wir da mal versuchen, sie erst ein bisschen abzulenken. Kann jetzt da was passieren in der Phase, dass sie den jetzt noch schnell frisst? Nee, fressen nicht mehr. Also normalerweise, wir hatten jetzt Glück, das ging ganz einfach. Normalerweise klammern sie sich ganz fest und wenn man dann zieht, dann würden sie sich mit dem Kokon rausziehen lassen. Im Prinzip war es das jetzt schon. Der Kokon besteht aus verschiedenen Schichten. Zuerst ist es wie ein Sack, das ist dann eine ganz seidenartige, feste Hülle. Und außenrum ist dann wie eine Watteschicht, wo den Kokon dann auch nochmal abpolstert. Jetzt kommt für mich der spannendste Teil im Vogelspinnenhobby, das Öffnen von einem Kokon. Man weiß nie, haben sich die Eier entwickelt oder sind noch Eier drin oder ist er vergammelt. Darum bin ich da immer ganz gespannt und jedes Mal aufs Neue. Also ich denke, das wird sich auch nie ändern, wenn man nicht weiß, was einen erwartet. So, jetzt werde ich vorsichtig die ersten Schichten vom Kokon aufschneiden, um auch nichts zu verletzen. Und jetzt sieht man schon sehr schön, dass wir in dem Kokon Prälarven drin haben. Der ist natürlich klasse. Also wenn man die Prälarven hat, das sind die ersten Entwicklungsstadien von einer Spinne, werden auch Eggs with Legs genannt, dann ist in der Regel kein Problem mehr, die auch wirklich ins Nymphenstadium, also in die erste Fresshaut durchzubringen. Also hier sieht man es jetzt auch schon ganz schön. Also hätte jetzt auch sein können, wenn wir Pech gehabt hätten, wären da nur, sage ich mal, unbefruchtete oder kaputte Eier drin gewesen. Genau, aber kaputte Eier, das wäre das Schlimmste. Wenn die Eier noch nicht geschlüpft sind, aber auch noch ganz gut aussehen, dann probiere ich es auf jeden Fall, die noch dann auch zu inkubieren, wie ich es mit den Larven auch machen würde. Und mit etwas Glück schlüpft dann tatsächlich dann noch was raus. Wenn die sich dann häuten, das werden wir nachher noch sehen, dann hat man die eigentlichen Larven, die dann tatsächlich schon wie kleine Spinnen aussehen.
So, die Larven, die schütte ich jetzt drüber in den Behälter. Und die jetzt einfach in dem Kokon drin machen, drin lassen, würde keinen Sinn machen, ne? Man kann es machen, wenn man dann schon Larven hat, die sich dann auch schon selbstständig bewegen können. Die verlassen den Kokon dann selbstständig. Die Prälarven sind noch nicht in der Lage, sich fortzubewegen. Und in der Regel ist dann auch so, dass die Weibchen, wenn die den Kokon haben, sich darum kümmern, den wenden, damit die Eier unten nicht zu sehr belastet werden und gedrückt werden, sondern dass jedes Ei wirklich optimal bewegt wird. Und das entfällt natürlich, wenn die einfach nur in der Dose liegen. Und da ist dann eben wichtig, dass man die aus dem Kokon rausnimmt, damit die Eier nicht doch noch anfangen zu gammeln. Ich mache es dann auch so, dass ich die Dose mit den Larven hin und wieder ein bisschen bewege, damit die dann rumkullern und ihre Lage verändern. So, hier sieht man jetzt auch, das ist ein unbefruchtetes Ei, wo jetzt auch beginnt schwarz zu werden. Im ungünstigsten Fall ist der Kokon dann voll mit solchen Eiern. Und dann weiß man, das hat nicht geklappt. Also nimmt man die aus dem Kokon raus, weil einfach die Chance noch größer ist, dass man mehr Tiere durchbringt sozusagen, oder? Das nicht unbedingt, aber es passiert leider immer wieder, gerade auch bei Poeciloteria, dass Weibchen den Kokon fressen, man weiß nicht wieso. Und das ist natürlich dann sehr schade, gerade auch bei so einer seltenen Art wie jetzt hier Poeciloteria smithii, die im Hobby noch nicht so sehr verbreitet ist und wo man dann doch großes Interesse hat, dass man die Art noch mehr vermehren kann. Die Eier selber, die mögen sehr trocken. Die wollen also nicht im Feuchten liegen, brauchen aber eine hohe Luftfeuchtigkeit, damit sie nicht aufhören, sich weiterzuentwickeln. Dafür nehme ich jetzt diese luftdichten Praplastdosen, habe die mit feuchtem Vermiculit aufgefüllt, während das Tuch, auf dem jetzt die Larven liegen, trocken ist. Das feuchte ich auch nicht an. Die holen die Feuchtigkeit, die sie benötigen, dann aus der Luft, wo hier in der Dose dann durch das feuchte Vermiculit gesättigt ist mit Wasser. Ich habe auch im Deckel jetzt keine Luftlöcher drauf. Im Prinzip wird es so jetzt auch schon reichen, aber in den meisten Terrarienanlagen hat es Buckelfliegen, die im schlimmsten Fall ihre Eier auf die Larven legen und die Larven von den Fliegen würden dann die ganzen Eier auffressen. Und drum klebe ich die Dosen jetzt auch noch Buckelfliegen dicht ab, sodass zum einen keine Feuchtigkeit entweicht und keine Buckelfliegen in den Behälter reinkommen. Also dann ist das jetzt ja schon so der richtige Insider-Tipp, den du uns hier gibst, oder? Ich nehme nicht an, dass jeder das so mit den Dosen, mit dem Abkleben macht, oder Jörg? Es gibt die Möglichkeit, den Kokon bei der Mutter zu lassen, bis die Nymphen schlüpfen. Hat natürlich das Risiko, dass der Kokon wieder noch gefressen werden kann. Drum nehme ich die Kokons nach 4 bis 5 Wochen weg und zeitige die Eier dann in diesen Dosen, was sich bei mir bewährt hat und wirklich super funktioniert. Hier haben wir jetzt einen Kokon, wo schon weiter ist. Da haben sich die Larven jetzt ins tatsächliche Larvenstadium gehäutet. Man sieht sehr schön, dass die jetzt auch wirklich mobil sind, fast schon wie richtige Spinnen. Und man sieht dann auch hier zum einen die Eihäute und dann jetzt auch schon die Häute von den Prälarven. Die Larven werden jetzt immer dunkler, bis sie letztendlich pechschwarz sind. Und daran erkennt man, dass sich die nächste Häutung jetzt unmittelbar bevorsteht. Und nach dieser Häutung sind es dann auch tatsächlich fertige Vogelspinnen. Also in dieser Größe tun wir sie aber noch nicht füttern, sondern sind noch, die bleiben einfach da drin und müssen noch ein paar Wochen. Richtig, die würden jetzt auch noch gar nicht fressen. In dem Stadium verlassen die normalerweise dann auch bei der Mutter den Kokon, bleiben aber bei ihr in der Wohnhöhle. Und hier haben wir jetzt einen fertigen Kokon von Poeciloteria famosa. Das sind jetzt fertige Vogelspinnen. Und wie viel Zeit ist jetzt vergangen von dem Equis-Leg-Stadium, wo wir vorgesehen haben, zu hier? Also durchschnittlich dauert es dann nochmal so 6 bis 8 Wochen, bis man die fertigen Vogelspinnen hat. Danke an Jörg für seine super Hilfe und für seinen super Beitrag. Also gerade das mit den Kokons und mit den Nymphen ist schon für mich neu, sieht man nicht alle Tage. Finde ich spannend und interessant. Vielen Dank. Dazu dann aber wieder die Frage, was hat denn das Ganze mit Check My Balls zu tun? Da bekommen wir in letzter Zeit öfters mal eine Zuschrift. Ich denke, das sind die Neueinsteiger in unserem Channel, die ja täglich dazukommen und die ersten 1, 2, 3 Folgen vielleicht nicht gesehen haben. Also der Königspython ist ja auf Englisch der Ball Python. Und daher haben wir unseren Leitspruch,
Check My Balls, weil ja die Königspythons bzw. die Ball Pythons einfach unsere Nummer 1 Schlange sind. Ja? Also denkt dran, Check My Balls. Müssen aber ganz kurz leise sein, bitte. Ganz kurz. Nach wie vor sind hier diese Ball Pythons unsere Nummer 1 Schlange.